So, da haben wir sie fertig. Die erste SBC hier bei mir auf der Road to Glory. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist diese SBC eher der Top oder doch die Flop SBC? Dafür die Videos hier daily mit dem 19 Uhr Content. Und wir starten rein mit dem ersten 93 Plus Player Pick. Come on, EA, mach den Götter-Modus. Oh, Palmer rettet mehr oder weniger. Oh mein Gott, Lord. Ich habe schon gedacht, nein, das kann jetzt nicht wahr sein, dass wir tatsächlich hier quasi zwei, die wir schon haben, am Start haben. Und eins, was ist ja immer noch so teuer? Oh mein Gott, Lord. Holy moly. 1,3 Millionen Coins. Freunde, ist das gerade for real? Ist das gerade for real? Oh mein Gott, Lord. Bitte, was ist hier denn los? Ach, du Heiliges. Five Star. Boah. Also, das war der Hausnummer. Es ist ja das Ding. Er hat jetzt das Turnierdebüt gefeiert. Glücklicherweise sind sie weitergekommen. Durch das Tor von Bellingham und eben Kane. Und dementsprechend hat er ja auch hier jetzt seine ersten Upgrades de facto am Start. Und tendenziell dann, wenn ich es gerade hier so durchlese, ja auch sein letztes Upgrade. Boah, was ist das? Oh mein Gott, der hat die drei Placer Plus sogar im Schießen. Gut, Powerschuss Placer Plus, also im Tor meine ich. Powerschuss Placer Plus gefühlt jeder. Oh mein Gott, ich komme gerade gar nicht drauf. Klar, Freds. Ja, perfekt. Perfekt. Und um das Ganze jetzt mal komplett zu machen, aus Interesse einfach jetzt nur. Skriniar war noch mit dabei. 40.000 Münzen ist runtergegangen. Habe ich ja schon am Start. Und lädt nochmal. Und nochmal zur Erinnerung, die nicht Bescheid wissen, Freds. Auch war bei 40.000 Münzen. Ihr wisst Bescheid, das ist hier eine First ohne Untrail Road to Glory. Das heißt, ich muss die Spieler ziehen. Ich kann nicht auf den Transfermarkt gehen oder sonst was. Mal gucken, was der Twitch-Chat sagt. Und da haben wir auch schon nach meinem sehr, sehr guten 93-Plus-Player-Pick den nächsten 93-Plus-Player-Pick. Oh my good Lord. BTA. Mach den Gönner-Modus an. Come on! Oh, Olmo! Ja, das, ey. Olmo ist am Start. Da gucken wir mal auf den Preis. Ich habe die gar nicht mehr preisig, so lange nicht mehr geschaut. 238.000 Münzen immer noch. Ey, sehr, sehr nice. Hast du auch noch nicht am Start? Du hast noch keinen davon am Start. Pol, Kivio, ich weiß gar nicht mehr, wer links war. GG. 96er Olmo. Auch eine Top-Karte. Geisteskrank. Jetzt haben wir zwei 96er gezogen aus der jeweiligen SBC. Nicht schlecht. Ja, und dann schauen wir auch nochmal in die Player-Picks von gestern. 385 plus Player-Picks jetzt am Start, die sich ja daily refreshen. Und die, die immer da sind, natürlich die 81 Pluser, die auch gestern wieder richtig gut gegönnt haben. Also da komme ich immer noch nicht drüber, wie gut die einfach gestern am Start war. Packe ich euch nochmal in die Endcard, das Video euch anzuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann holt das auf jeden Fall nach. Packe ich euch nachher sehr, sehr gerne in die Endcard. So, oh yes. Jetzt wollen wir mindestens die Burg aussehen, wollte ich gerade sagen. Da ist der erste mit Bronze. Und die Special-Karte, die wartet jetzt auch auf uns. Fabinho, nächster 84er. Komm, ey. Come on. Und Kobel ist Nummer 2 von den Walkouts. Und je nachdem, wie die 85er jetzt hier aussehen, könnten wir bei mir nachher auch noch den einen oder anderen 85 plus Player-Pick zum Abschluss des Videos machen. Hier die 81er sind auf jeden Fall bis jetzt sehr gut am Gönnen. Dadurch, dass wir jetzt halt die 4 zur Auswahl haben, ist es auf jeden Fall kein schlechter Move. Ja, und hier sieht man es. Man kann es halt eben wunderbar auch die 85 plus Player Picks wunderbar dadurch mitcraften. 85er Sauerbrunn. Also wunderbares SPC-Futter. Next one, der Klassiker. 83er und 82er. Und 16 81 plus Picks jetzt hier und die 385er, die natürlich gleich auf jeden Fall am Schwanzen sind. Das wird sehr, sehr nice. Thiago Silva again wäre dann Duplikat. Next one. Oh, Osimhen 88er Version. Geil, ui, extrem gut. Und da ist er, McManaman. Die Special Karte hast du auch noch nicht am Start. Auch so ein Beispiel, extrem günstig, trotzdem nice Stats. 3 Playstyles Plus, McManaman Nummer 1 und kommt noch eine Special Karte. Oh, Lukaku nehmen wir auch mit als 84er, sagen wir auch nicht nein zu. Und jetzt, Freunde, Daumen drücken, 85 plus Player Picks, come on! Bitte, 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 bitte.
Okay, erster schon mal nicht. Geh schön auf Rating Ödegaard im ersten. Next one. Boah, 88er Pop und Silver. Er nimmt Silver mit. Komm, bitte. Oh, ich dachte kurz bei Ferrero wegen Playstar Plus. Oh, das ist natürlich böse. Das ist böse. Und der 93 Pluser. Weg zum Ruhm. Oder Make Your Mark. Adams. Özcan. Ey, dadurch, dass Türkei jetzt weitergekommen ist, oder gehst du da doch auf... Er geht auf Adams. Ist der noch gut teuer? 172.000 Euro. Oh, hat sich gehalten. Der hat sich gut gehalten. Ja, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr seid genau morgen auch wieder mit am Start zum 19 Uhr Content. Bin gespannt, was kommt. Und ja, hoffentlich dann wieder ordentlich mit Packlack. Lasst mich gerne wissen, wie euer Packlack, vor allen Dingen mit der 93 Plus Player Pick SBC, aussah. Und hier an der Seite könnt ihr jetzt gerne das Video von gestern noch abchecken. Oder hier unten ein weiteres Video. Viel Spaß dabei. Und dann sage ich auch bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.